Hallo Leute! Ach, mein Gesicht dazu unter, wenn man denkt, das ist purer Rum. Aber es war einfach nur Kaffee. Ich trinke seit Wochen jetzt gerade einen Matcha in meiner Detox-Phase. Aber jetzt brauche ich's. Ja, willkommen bei der neuen Mädchen-Wiki-Reaction, meine Lieben. Kennst du das, wenn ihr manchmal Dinge sagt, die ihr nicht so meint? Weil ihr glaubt, sie werden nicht wahr. In meinem letzten Video habe ich gesagt, wenn das Video 50.000 Likes kriegt, tätowiere ich mir ein Swag-Tattoo, weil ich bereits ein YOLO-Tattoo hier habe. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, ist es unten verlinkt auf meinem Zweitkanal. Und es hat 50.000 Likes erreicht. Theoretisch muss ich mir Swag tätowieren. Leute, hey, wir kennen uns doch jetzt schon so lange. Erwartet ihr jetzt wirklich, dass ich mir Swag tätowiere? Darf ich es mir auf den anderen Finger tätowieren? Schon, oder? Wir haben ja keine Regeln gesagt. Das heißt dann, wenn ich so mache, so eine Brücke, dann steht da YOLO und Swag. Oh, ich hätte 100.000 Likes oder so machen sollen. 50.000. Ich unterschätze mich immer wieder. Was soll ich sagen? I'm fresh. I'm hood. Ich unterschätze euch, nicht mich. Ich unterschätze eure Macht. Ach, ich verkaufe mich für Likes. Ich mache jetzt jedes Video eine neue Sache. Wenn das Video 50.000 Likes kriegt, dann kopiere ich alle Face-Tattoos von Montana Black. Yippie! 1:1 beim Tätowierer. Ich zeige Reference-Foto. Außerdem habe ich das schon mal getestet und eigentlich sah es gut aus. Ah, guck mal da, Digga. I'm gonna do a Mädchen-Wiki-Reaction. Nein. Komm schon bitte, einmal einen guten Akzent machen. Einmal. Howdy, I'm Kyle Shanks. I'm gonna do the southern accent the whole video. Ah, okay, ich bin für eine Sache in meinem Freundeskreis bekannt. Ich kann keine Akzente nachmachen. Und ich mach's viel zu oft dafür, wie schlecht ich darin bin. Aber ich bin der Überzeugung, ich könnte es, wenn ich es wirklich versuchen würde. Übrigens, seht ihr das? Es ist ein Anfang. Das ist ein Selfie von mir und Sophie am Fahrstuhl. Und ich habe mich ein bisschen an Pepes Idee inspirieren lassen. Fahrstuhlkonzept ist immer noch da. Nur in anderer Form. Genug mit dem Schnick, Schnack, Schnuck. Heute gucken wir uns die nächste Folge der Mädchen-WG an. Oh, auf die Folge habe ich schon mal mit Annikation reagiert. Ihr könnt ja mal unten, ich habe es verlinkt, wenn ihr nochmal eine andere Reaction sehen wollt, die lustiger ist, weil Annika dabei ist. Das Ding ist, die Reaction mit ihr ist 4 Jahre her. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Und das soll es zum ersten Mal sehen, weil ich alles vergesse. Das Intro wird nie alt. In dieser Villa machen 5 Mädchen Urlaub, ganz ohne ihre Eltern. Die Mädels wollen den Tag mit Yoga-Übungen beginnen, doch eigentlich stehen sie mehr auf Action. Yoga für 14-, 13-Jährige ist schon intense. Es gibt ja auch so Kinder-Yoga. Ich weiß nicht, woher Kinder ihre Geduld nehmen, die das machen, weil selbst wenn ich jetzt Yoga mache, habe ich ein gewaltiges Problem. Ein gewaltiges Konzentrationsproblem. Einfach atmen und so dehnen? Langweilig. Wir machen jetzt unseren eigenen Sonnengruß. Okay, wir holen uns. Das war richtig cool, diesen Sonnengruß zu machen. Der hat so viel Spaß gemacht, weil der echt selbst ausgedacht war und alles und dann so die ganze Zeit. So viel Spaß hat er jetzt auch nicht gemacht. Hinter der Kamera wird man dann so gefragt, und hat der Sonnengruß sehr viel Spaß gemacht? Und dann ist man so, ja, mega toll. Wir waren nicht todesmüde und wollten einfach weiterschlafen. Ich frage mich auch als Zuschauer, wenn man das guckt, denkt man sich so, oh, ihr macht einen Sonnengruß. Oh, hallo. Oh, ob wir jetzt Anschluss bekommen, dass wir die Musik zu laut gemacht haben. Oh, oh. Oh. Ein Nachbar kommt. Es hat geklingelt. Wir kriegen Ärger. Nee, tut uns leid. Ja, aber du machst ganz viel Lärm die ganze Zeit. Ist okay. Ja. Ich bin gerade zu nervös dafür. Denn der Koffeinkick kommt gerade. Ich kann jetzt nicht mit einem Nachbar zuschauen. Ich fühle mich, als würde der gerade bei mir klingeln. Außerdem klingt der relativ holländisch. Danke, Val. Sprachen lernen. Bubble. Mehr kann ich nicht. Ich wohne hier seit über einem Jahr und ich kann 3 Wörter. Vielen Dank, dass ihr uns jetzt... Ich bin vielleicht 5 Tage nicht hier, aber wir sind immer da. Okay, ich kann es verstehen. Die haben auch Urlaub und wollen vielleicht auch ihre Ruhe haben. Aber wir sind die Miete-WG. Und wir haben halt manchmal Lärm. Nein, ich verstehe zu 100%. Digga, es ist halt 7:30 Uhr. Und wir machen eine Boombox an. So eine große Box und fangen einfach da an, so zu singen und zu tanzen. Wie asozial. In so einer Häusersiedlung. Aber wir sind die Mädchen-WG. Wir machen halt manchmal Lärm. Wir sind die Mädchen-WG. Mit wem reden Sie gerade?
Ja klar, kann man doch darüber reden, braucht man nicht sich zu streiten, sehe ich nicht ein. Nein, darum komme ich jetzt aus meinem Bett und ich sage das. Weil ja, dann ist das okay, dann wird das jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr passieren. Okay, gut. Sehr schön. Guten Morgen. Ich habe mehrere Fragen gerade. Haben die ihn gefragt, ob sie ihn filmen dürfen? Weil eigentlich jeder, der gezeigt wird, muss so eine Einverständniserklärung unterschreiben. Und ich stelle mir gerade vor, wie so einer von der Produktion ihm so hinterher rennt, nachdem er so einen miesen Anschiss gegeben hat um 8 Uhr morgens und so fragt, Entschuldigung, könnt ihr das einmal unterschreiben, damit wir sie zeigen dürfen? Und der Typ so, ja, na klar, danke, well. Und unterschreibt so richtig nett. Wir müssen aufpassen, dass wir uns wirklich das mit denen nicht verscherzen, weil wir brauchen so oft was von Nachbarn. Ich finde, es war in einem sehr krassen Ton, aber ich hätte es genauso gemacht. Also mir ist so, ich hätte auch so reagieren wollen wie du, aber... Ah! Junge, dieser Nicker von ihr, da kann ich mich nicht dran erinnern. Tickende Zeit, Dumme. Wollen wie du, aber... Ich kann nicht. Ich weiß doch, das war ein Witz, als ich das Video mit Annika gedreht habe. Wenn man einfach richtig ruhig bleibt und also so mache ich das bei Konflikten, dass ich einfach mega gechillt bleibe und einfach sage, ja, gut, vielen Dank für Ihre Meinung, dann haben Sie noch einen schönen Morgen und tut uns leid, dass Sie wegen uns aufstehen mussten. Das würde ihn noch viel mehr aufregen, aber dann könnte er nichts mehr gegen uns sagen. Jetzt kann er sagen, wir sind frech. Davor kann er nur sagen, wir sind laut. Und jetzt sind wir auch noch laut und frech. Ist auch nicht gut. Ja, das ist wirklich meine Konfliktlösung. Leise. Eigentlich. Ich werde nicht lauter. Ich bin einfach extra ruhig. Die Lautheit liegt in meinen Worten. Der wird aber nicht gekühlt, meine lieben Freunde. Okay, die ist nicht gut. Oh Mädels, ganz ehrlich, wir müssen darauf achten. Das ist kostbar. Das. Erledigt. Kannst du jetzt selbst wegtun. Sekunde später schreien die so unnormal laut im Garten rum. Legenden, ey. Keep going. Lass doch nie von einem Mann sagen, was zu tun ist. Das ist moderner Feminismus, meine Lieben. Was soll ich sagen? Was riecht ja mal gut. Leute, wir haben WG-Post. Wir haben WG-Post. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Niemand reagiert. Niemand hat Bock. So dreimal geschrieben, wir haben WG-Post. Wir haben WG-Post. Mittlerweile, das was jetzt kommt, 500 Euro, das ist normal, das fließt seit Wochen. Ich bin reich! Money! Ja, 100 Euro. Was? Wir kriegen jede Woche 500 Euro. Ich bekomme im Monat vielleicht gerade mal 14 Euro. Ich bekomme im Monat gerade mal 14 Euro. Oh, Serena. Das war ja früher normal. Kinder haben so 14 Euro Taschengeld bekommen. Jetzt inflationstechnisch bedingt kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Mit 14 Euro kannst du ja wirklich mal drei Kinderriegel holen. Ich hätte nie Taschengeld bekommen. Das war immer so was Fancyiges, wenn andere Kinder Taschengeld bekommen. Ich fand es immer richtig krass. Also 500 Euro pro Woche bekommen. Manche Menschen verdienen einfach im Monat 500 Euro. Oh mein Gott, jetzt kommt dieser Talk. Oh mein Gott, diese Talks sind immer painful, einfach weil wir halt wirklich 14 sind und wir keine Ahnung vom Leben haben. Bei mir, wo die Eltern gar nicht arbeiten, und dann bekommen die ja so Geld von so einem sozialen Amt oder sowas. Sozialen Amt oder so. Bekommen die ja. Ja. Basically, ja. Sozialen Amt oder sowas bekommen die ja dann. Meinst du Hartz IV? Meinst du Hartz IV? Bist du dumm? Meinst du Hartz fucking IV? Einkommensschwache Familien erhalten finanzielle Hilfe vom Staat. Ein fester monatlicher Betrag soll die Kosten für jedes Familienmitglied abdecken. Kinder in unserem Alter, also 15- bis 17-Jährige, sag ich jetzt mal, bekommen 302 Euro. 302 Euro? Ich reiche, wie es jetzt ist. 376 Euro steht jetzt da. Für Alleinerziehende 449 und Kinder zwischen 13 und 17 Jahren bekommen 376 Euro. Side Facts. Wir bekommen 500 Euro in der Woche. Wir können so viel machen. Und ich finde, das sollten wir auch schätzen. Und ich glaube, schätzen wir auch. Ja, ich denke auch. Uns geht's auf jeden Fall allen sehr gut und wir sind alle sehr dankbar. Ich glaube, es war hart für mich zu relate ein bisschen, weil ich kam aus einem anderen sozialen Stand als alle. Meine Mutter ist halt alleine nach Deutschland emigriert, weil Polen halt zu der damaligen Zeit jetzt auch nicht so toll, aber zur damaligen Zeit auch wirtschaftlich gesehen nicht so geil war und du nicht so viele Möglichkeiten hattest. Und wir haben auch Sozialgeld bezogen, eine sehr lange Zeit. Mein Vater war jetzt auch nicht so hinterher mit Unterhalt. Und so ernst auf einmal, aber was ich nur sagen will, ist, in solchen Gesprächen früher war es immer ein bisschen komisch, weil man will dann ja auch nicht so sagen,
ja, ich beziehe halt auch Sozialgeld. Die Mädels haben sich zu einem Wakeboard-Kurs angemeldet. Den haben sie von ihrem WG-Geld bezahlt. Hallo. Hi, Girls. Hi, Yashi. Serena. Yashi. Luna. Yashi. Kaya. Yoshi. Wie heißt der nochmal? Yoshi. 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 Juhu! Oh, es wäre so lustig, wenn ich das gemacht hätte in dem Moment. Er hätte es bestimmt gar nicht verstanden, aber einfach für mich. Wow. Einfach die Reichen. Einfach die Kardashians. Guck dich das an. Chias. Auf dem Boot mit Yoshi. We start with the lesson. Who start? Okay. Scheiße, Leute, ich weiß nicht, wann es aufgehört hat aufzunehmen, aber meine Kamera war auf einmal aus. Ich stand so ganz oben und dachte so, wow, hier bin ich. Ein deeper Gedanke. Erzähl uns doch mal mehr darüber. Was hast du dir dabei gedacht? Scheiks. Es ist ja nicht normal, dass man das zum allerersten Mal macht. Und da hat er so lange draufgeschmissen. Yoshi, Digga! Yoshi! Er schubst gerne, Alter. Ich schwöre, er hat diesen Job nur gemacht, weil er Mädchen schubsen will. Schubsen ist wirklich was Spaßiges. Deswegen gehe ich auch gerne in Moshpits rein. Ich gehe auch immer richtig hart. Ich bin so... Manchmal schwebe ich auch im Moshpit. Ich frage mich, ob Yoshi schon mal in einem Moshpit war. Das würde ihm bestimmt auch gefallen. Kaya, Julina und Luna genießen die Sonne und fühlen sich fast wie in einem Star-Magazin. Die Chiller! Ich sag doch die Kardashians. Guckt euch die an einfach. Und so fancy Cocktails auf dem Dach. Sag mal, high life. Jetzt sagen wir mal, man wäre schon mega berühmt und so, ne? Und man würde in der Zeitschrift stehen. Was würdet ihr, was da so dahinter steht zum Beispiel? Dün, 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 dün. Die abenteuerlustige Julina. Wisst ihr, wer jetzt berühmt ist und in der Zeitung steht? Die Rolling Stone mit den Beatles drauf. Wer ist alles noch in dem Magazin? Beatles auf dem Cover, da müssen ja nur krasse Leute drin sein. Damn, it feels good to be a gangster. Schmeiler Kikes. Apropos, kurzer Sideflex. Und wir reden darüber, was unsere Überschriften wären, okay? Ich weiß nicht, langweilig klingt oder so. Ich würde dich als bedacht bezeichnen. Wieso denn jetzt nicht wunderschöne Kaya? Ah, wunderschöne, wie lieb. Oh, Julina. Petition. Weitere. Ihr habt Serena geschrieben, dass sie nochmal zu einer Reaction kommt. Sie macht bestimmt. Schreibt nochmal Julina und Nati. Was? Komm nicht. Safe, die kommen nicht. Bitte, es wäre so lustig. Bestimmt gottlos cringe, aber es wäre sehr lustig. Weil ich nicht denke, dass das Aussehen das, was mich ausmacht als Person. Dann bist du für immer die Hübsche. Und ich will nicht die Hübsche sein. Ich will es auch stellen. Auf der Zeitschrift die schöne Luna. Also heißt es, ich bin dumm oder wie? Ja, wenn du schön bist, dann bist du automatisch dumm. Also jemand macht dir so ein Kompliment. Oh mein Gott, das ist so typisch, was Typen denken, auch wie Mädchen sind. Wenn man so ein Kompliment macht. Ja, das Kleid steht dir nicht so gut. Also bin ich fett? Loki, ich. Oh, ich bin ein bisschen so, ich hab Schwierigkeiten, Komplimente anzunehmen manchmal. Aber ich höre sie gerne. Vorurteilende Menschen sind das Schlimmste der Welt und... Durch sowas entsteht Mobbing, durch sowas entsteht Ausgrenzung und ich kann es nicht leiden. Warum klinge ich so dumm? Ich sage ja nicht mal was Dummes, aber ich klinge einfach dumm. So als hätte ich mir so Kalendersprüche durchgelesen und hätte mir so gemerkt und würde die einfach so aber mit null Gehirn vorlesen. Wie ist denn jetzt bitte dein Adjektiv? Ich bin vielfältig, was soll ich sagen? Das ist halt die vielfältige Kaya. Pick me. Aber ist ja wirklich so, es ist ja so schwierig. Was würdet ihr sagen, Leute? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Überschrift hättet von eurem Zeitungsartikel über euch. Was wäre das Wort? Was wäre die Überschrift? Liebe Kyla Shikes mit 14, deine Überschrift ist, wir waren Lost Teenager. Nicht Loste Teenager oder so, sondern Lost Teenager. Kurzer Ausschnitt aus dem Artikel über meinen Musikgeschmack und mein Lieblingsalbum. Darum ging nämlich das Interview. Entdeckt habe ich The Neighborhood über die Playlist-Vorschläge von Soundcloud mit meiner besten Freundin. Die hat einen ähnlichen Musikgeschmack. Wir haben uns immer Files hin und her geschickt. In der Schule waren wir damit voll die Außenseiter. Die anderen haben Pop oder Rap gehört. Wir fühlten uns damit super besonders. Den anderen haben wir den Mainstream überlassen. Auf jeden Fall wurden meine Worte in diesem Artikel unglücklicherweise sehr frei interpretiert. Also, ich habe das nie gesagt. Auch das mit Soundcloud, dass ich mit Files hin und her... Das ist schon hart. Ich habe den Artikel gelesen und war so... Okay. Zurück zu YouTube-Videos. So.
Zurück in der Villa dreht sich alles um den Auftritt der Mädchen-WG-Band. Luna bringt ihre Bühnenerfahrung ein und hat das Coaching für Natalie übernommen. Oh mein Gott. Natalies Part in der Band ist das Rappen. Leute, es gibt ja wirklich einen ganzen Auftritt noch. Das wird ja noch alles so crazy. Oh, der Auftritt, vor dem habe ich Angst. Am meisten. Wenn wir uns so anziehen wie so Rapper. Ganz ehrlich, das ist eine Saudi-gechillte Idee. Okay. Ganz ehrlich, Saudi-gechillte Idee. Girlies, ich bin dabei. I'm a rapper from the countryside. Ja, Mann, chiller in the bass, okay, Mann. Ich fühle mich wie Rapper, ich rede wie Rapper, mach mich Rapper. Wisst ihr, wenn wir mich dahinstellen würden zur damaligen Zeit? Ich kling schon ultra assi, ich muss mich gar nicht verstellen. Sie hat dann auch ihren eigenen Style reingebracht, weil ich mache das ja auch in meinen Liedern. Und das fand ich dann schon gut. Das waren schon Verbesserungen und da hatte ich schon Smile. Oh yeah, baby. Woo! Geil! So musst du singen, okay? Okay. Kaya macht in Berlin ein... Nein! Nicht das! Nicht das! Ich bring dir jetzt Dance Moves bei. Step Up Shikes kommt wieder raus. Hey. Keine Frage, dass sie die richtigen Moves für die Band parat hat. Guck mal, erstmal eure Hüften zu bewegen. Klassiker, damit fängt man immer an beim Tanzen. Erstmal Hüften bewegen, damit ihr TikTok-Tänze machen könnt. Das ist das Einzige, was ihr braucht. Tanz zum Beispiel, wenn da irgendein Song kommt, dann könnt ihr wirklich so. Dum, 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 dum. Nochmal wie? Mach vielleicht erstmal eine Armbewegung oder so. So klassische Moves, macht ihr einfach eine Bodywave? Nein! Erstmal eine Bodywave. Steht ihr auch immer im Club? Legende. Sorry Leute, das ist einfach mein Standard. Ich hab vor, noch einmal bei Step Up mitzutanzen in meinem Leben. Ihr seid sogar synchron. Auf der Bühne würde es voll cool aussehen. Das sind fleißige Schüler. Kann ich halt ein paar noch so in dieser Richtung Sachen zeigen, die man halt perfekt kombinieren kann. Ja. Die könnt ihr überall einsetzen. Step by step. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, was jetzt meine Dance-Moves sind. Habe ich einfach so gemacht. Was würde ich euch jetzt beibringen, wenn ich euch jetzt eine Dance-Class geben würde? Was würde ihr einen Southern Boy euch beibringen? Opa, Gangnam Style. Am Abend veranstalten die Mädels ein Kochbattle. Luna, Jolina und Serena treten gegen Natalie und Kaya an. Wir haben keine Pfannen. Hallo, wir sind's wieder. Wir wollten fragen, ob sie uns zwei große Pfannen mal wieder ausleihen. Zwei. Ja. Oh, wie süß. Opa. Opa gibt uns wieder Pfannen. Pfannen-Opa. Sie zieht eine Taucherbrille an zum Schälen, Zwiebelschälen. Da wusste sie wohl noch nicht, dass die Nase mit den Augen verbunden ist. Schneid bitte die Tomaten in kleine Würfelchen, aber ganz kleine Würfelchen. Würfelchen! Okay, Würfelchen! Die Mädels müssen improvisieren, auch bei der Wahl der Hilfsmittel. Schau, was war das eigentlich für eine bekloppte Idee? Ich würde sagen, ich bin schon geschickt, wenn man ein Müsli machen muss oder vielleicht ein Pudding oder so. Ja! Junge, so gut. Das ist einfach wirklich guter Humor. Sie meinen es ernst, aber es ist wirklich so lustig. Ich mache das hier jetzt so ein bisschen auf, damit das heiße Wasser da auch rein kann. Ich kann probier mal. Nicht durch. Warte mal, hat sie das mit der Tüte ins Wasser gemacht? Mit der Plastiktüte? Das verwirrt mich jetzt maximal. Ich koche nie Reis, weil Reis jetzt nicht so mein Lieblingsdish ist. Das ist ein interessanter Ansatz. So habe ich das jetzt persönlich noch nie gemacht. Vielleicht musst du ja Profiköchin. Hey. Guten Appetit. Ja. Mal ganz kurz, Leute. Ich habe was vorbereitet. Also es gibt von 1 bis 9 alles. Du darfst auch eine 10 geben. Unnormal schick, das Erste, was wir gemacht haben. Ich weiß noch, das war so ein Gericht, was ich gekocht habe zu Hause. Es war so eines der ersten Sachen aus so einem Jamie Oliver Kochbuch. Da habe ich so überbackene Nachos gelernt und so gegrillte Avocado. Und das habe ich dann direkt gemacht. Das eine Gericht, was ich konnte. Sorry, Leute, aber der Preis geht gar nicht. Was sie da veranstaltet haben, das war nicht lecker. Ja. Eine 4? Ich gebe euch 3 Punkte dafür. 3? Das ist echt hart. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ja. Aber ihr habt den Reis auch in einer Plastiktüte gekocht, Leute. Update. Ignoriert meine Haare. Man kocht Reis wohl doch in der Tüte. Mama, man kocht Reis in der Tüte? Nicht immer. Nicht immer, Bitch.
esse keinen Reis, okay? Don't judge, ich koche Nudeln gerne. Ich habe nicht zu dir Bitch gesagt, Mama, ich hab's in die Kamera gesagt. Also hab ich die Bitch in der Mama. Was denkst du von mir? Ich bin ein gutes Kind. Wie schneiden Kai und Nathalie ab? Das ist ja mega lecker. Ich wollte eigentlich eine 9 geben, aber ich gebe eine 10. Ja, doch. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben jetzt hier zwei neue Köche für uns, die wir jeden Abend kochen können. Aber dann könnt ihr auch abwaschen. Okay. No! Junge, manchmal war ich so angepisst. Oh, man sieht's, ich kann es nicht verstecken. Guckt euch mein Gesicht an. Ich so, eben, auch mal abwaschen, Ladies. Aber dann könnt ihr auch abwaschen. Okay, den checken wir wieder zurück. Leute, ich will nicht aufstehen. Ich will nicht. Bleib so gut. So Leute, mehr habe ich irgendwie nicht zu sagen. Das war die Folge. Was nehmen wir daraus mit? Ich muss hart an meinen Akzenten arbeiten und ich brauche ein Swag-Tattoo. Und zwar schnellstens. Und ich war ein Lost Teenager. Laut der Rolling Stone. Und ein Außenseiter und habe den Mainstream den anderen überlassen. Thank you guys. Leave me a like. Give me a subscription. That would make me really happy. Stopp. Okay Leute, bei 50.000 Likes frage ich Luna, ob wir eine Reaction zusammendrehen. Oh mein Gott, ich habe ja schon mal mit ihr geschrieben, aber dann wollte sie einen Vertrag aufsetzen. Das ist ja, wäre ja fast passiert. Bei 50.000 Likes versuche ich es nochmal. Nee, ich mache einen Gruppenchat. Dann bei 50.000 Likes frage ich alle, ob sie wollen. Das wäre so gut. Wir sehen uns. Tschüss.